Hallo in diesem neuen Video der Segeljungs. Wir sind nur noch zu zweit auf dem Boot und machen uns jetzt gerade fertig, um zu einem kleinen Felsen zu motoren. Segeln geht nicht, wir haben keinen Wind. Der heißt La Reina, ist im Süden, Norden der Insel Cerralvo. Die Insel ist nach dem französischen Meereserkunder, Decker Jacques Cousteau benannt. Ja, die heißt Cerralvo in dem gebräuchlichen Namen, aber der eigentliche Name von der Insel ist Jacques Cousteau. Interessant, wusste ich auch nicht. Genau. Auf jeden Fall ist es, denke ich, ein Muss, dass wir uns diese Insel nochmal anschauen. Wenn sie nach diesem Entdecker benannt ist, vielleicht schlummert da ja noch irgendwas Schönes. Der Felsen ist auf jeden Fall bekannt für seine Mantarochen, Haie, Robben. Da ist auf jeden Fall einiges los. Das sind jetzt 33 Seemeilen. Wasser ist komplett flach. Ja, gar kein Wind. Während das pumpen wir die Flaschen auf, stellen den Kompressor jetzt noch schnell hoch. Mhm. Und dann geht's los, auf los. Wie machen wir das mal? Ja. Wir sind die Segeljungs. Vor über 2 Jahren haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, einmal um die Welt zu segeln. Wir wollten raus aus gewohnten Abläufen und die Welt mit eigenen Augen entdecken. Nur durch euch haben wir es so weit geschafft und können auch weiterhin den Horizont verfolgen. Abonniere jetzt unseren Kanal und sei hautnah mit dabei. Der Kompressor ist eine wahre Bereicherung. Es ist zwar nicht ganz einfach, das beinahe 40 Kilogramm schwere Gestell aufs Deck zu stellen, aber es funktioniert. Wir haben so die Freiheit, immer dann tauchen zu gehen, wenn wir wollen. Auch das Glas Schiff machen und ablegen funktioniert mittlerweile vollkommen problemlos. Ohne viel Absprache wissen wir genau, welche Aufgaben wir erledigen müssen, um die Aria in Fahrt zu bringen. Der Anker geht hoch und die Aria fliegt mit 6,5 Knoten durchs Wasser. Momentan ankert vor La Paz eine ganze Flotte von Kreuzfahrtschiffen. Aufgrund von Covid-19 sind in den USA Kreuzfahrten gerade nicht erlaubt. So kommen viele dieser Giganten in die geschützte Bucht hier um La Paz, um kostenlos den Anker zu schmeißen. Wenn man uns fragt, ein Unding für die Natur. Die Ankerketten zerstören mit ihrem riesigen Radius den gesamten Meeresboden und immer wieder sehen wir, wie schwarzer Rauch aus den Schornsteinen emporsteigt. Jeden Morgen hängt eine dicke gelbe Rauchschicht über dem Horizont von La Paz. Es sind mittlerweile mehrere Bürgeraktionen gestartet, um gegen die Bleibe der Kreuzfahrtschiffe zu protestieren. So, Fisch ist jetzt ausgenommen und filetiert. Hier sind die fertigen Filets. Wir zeigen es ja immer nicht wirklich, wenn wir einen Fisch fangen, wie man den tötet, ausnimmt, zurecht macht. Dieser ganze Prozess, der dahinter steckt, bis er tatsächlich auf dem Teller landet. Wenn ihr das mal sehen wollt, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Dann nehmen wir das wirklich mal ungeschönt hier in ein Video rein. Es ist keine schöne Sache. Aber schreibt uns das doch mal. Und ich packe den jetzt ein und dann gibt es den zum Abendessen.
So, wir sind fast da. Die Karten hier stimmen leider überhaupt nicht. Also die Tiefenangaben kann man komplett in die Tonne treten. Aber der Felsen sieht cool aus, die Insel sieht mega cool aus. Und wir versuchen jetzt gleich mal hier den Anker zu schmeißen. Und hoffentlich hält er auch. Der Anker hebt, so medium. Wir haben ihn nicht eingefahren, weil wir nicht hier über Stein oder sonst was drüber rutschen wollen mit dem Anker. Aber rückwärts eingekuppelt und der hat gehalten. Heißt jetzt, das geht jetzt schon für eine Nacht. Mega cool hier, der Spot ist noch Seelöwen da, Vögel und alles. Und wir machen uns gleich direkt ready und nutzen die letzten Sonnenstrahlen aus, um noch mal eine Runde tauchen zu gehen. Also Freediving, hier ohne Flasche jetzt. Take your own fate by the end. It's time to conquer your own land. Lead on days, you don't be shy. Nobody changes, they just lie. Take your own fate by the end. It's time to conquer your own land. So, die Sonne ist jetzt fast weg, wir waren kurz drin, haben den Spot kurz ausgecheckt, es sieht sehr cool aus, sind überall so Spalten drin und riesige Fischschwärme, auch große Fische. Tim hat so ein, ja, hast du gesehen, so ein Yellowfin, ja, oder sowas? Die 1,50 Meter ist der jetzt. Ja, ja, also richtig Brocken unterwegs, vielversprechend für morgen, aber jetzt zu dunkel schon. Für dank Wasserkleid ist auch okay. Ja. Man hat einfach nichts mehr gesehen jetzt. Es ist wirklich richtig dunkel. Einziger Nachteil an dem Platz ist, dass eben diese Spalten da sind. Und wenn unser Anker rutscht, dann könnte er in so einem Spalt landen. Dann müssen wir da irgendwie raustauchen. Aber dann hält er auf jeden Fall. Ja, also wir rutschen wahrscheinlich nicht. Aber wunderschön. Also das sieht unreal aus da mit dieser Insel. Wir sind aufgewacht. Die Bedingungen sind gar nicht mal so leicht gerade. Oder besser gesagt schon ein bisschen gefährlich. Wir haben Mordströmung, hohe Wellen, alles voller Quallen und wir sind halt hier ganz alleine. Heißt, es darf auch nicht schief gehen. Wir dürfen nicht abtreiben, wir dürfen nicht hinters Boot kommen. Sonst kommen wir nicht zurück. Ja, also es ist gar nicht so easy. Wir wollen jetzt aber trotzdem den Tauchgang machen. Und wir starten quasi weit vorne in der Strömung und vielleicht treiben wir dann so ein bisschen zurück. Das war schon abschätzbar. Also ja. Das Gute ist, dass man die Insel so ein bisschen, man kann einmal einschätzen, glaube ich, wo man ist an der Insel. Gute Orientierung gibt dir. Ja. Okay. Starten wir gleich rein. Wir haben beide richtig schlecht geschlafen hier. Ja. Also schlechter als wie beim Segeln, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Weil die Bewegung ist zwar nicht so stark, aber war auch immer so ein bisschen.
Alter. Alter, bin ich noch da? Ja. Okay, machen wir uns fertig. Beim Gerätetauchen ist eine gute und ausführliche Vorbereitung essentiell. Jedes Problem, das auftritt, während man auf 20 Meter Tiefe ist, kann lebensgefährlich werden. Besonders vor diesem Tauchgang hier sind wir sehr angespannt. Jetzt darf wirklich nichts schief gehen. Wir überprüfen uns gegenseitig und schließen so leichtsinnige Fehler aus. Ein geringes Restrisiko bleibt aber, wenn man in so einer starken Strömung tauchen geht. Unter Wasser ist die Strömung schon sehr viel schwächer als an der Oberfläche. Wir sprechen uns kurz mit Handzeichen ab und starten unseren Tauchgang. Der Plan ist es, einmal um den Felsen zu tauchen und dabei nicht mehr als 100 Bar Luft zu verbrauchen, damit wir nachher noch Luft übrig haben, um die Spalten zu erkunden. Jetzt steigen wir ab bis auf 20 Meter unter der Oberfläche. Der Grund hier sieht zunächst eher kahl und felsig aus. Bei genauerem Hinschauen merkt man aber, wie lebendig er ist. Jeder Zentimeter Stein ist mit Schwämmen, Korallen oder Algen bewachsen. Es ist wie eine bunte Blumenwiese, die erst auf den zweiten Blick lebendig wirkt. Eine Moräne versteckt sich hinter einem Felsen und wartet auf eine vorbeischwimmende Mahlzeit. Sie wirkt weder aggressiv noch verängstigt. Sie wartet lediglich darauf, dass wir sie wieder alleine lassen. Wir sind mittlerweile einmal um den gesamten Fels getaucht und haben auch noch genug Luft in den Flaschen, um die Spalte vor uns abzutauchen. Sie ist mit 15 Metern nicht sehr tief, aber aufgrund der geschützten Lage vor Strömungen tummelt sich hier das Leben. Auf einmal sind wir umzingelt von Hunderten und Aberhunderten Fischen in allen möglichen Formen und Farben. Gerade aus dem Wasser raus. Es war ja wirklich mal, ich glaube, es war einer der coolsten Tauchgänge, die wir hier hatten. Also es war echt der Wahnsinn. Und so viel Leben. Es waren so viele Fische unterwegs. Das ist echt verrückt. Ja, mega schön. Mega, mega, mega schön. Soll ich nochmal mega sagen? Mega. So, Freunde. Weil es hier so rolly ist,
machen wir uns jetzt aber gleich auf den Weg. Wir fahren wieder zurück nach La Paz. Tauchgang war echt krass. Also besonders da, wo wir durch so einen Spalt durch sind, hat man über sich geschaut und es war einfach alles voll mit Fischen. Also Tausende waren es. Und ja, genau, und wir wollen jetzt hier nicht länger bleiben. Auf geht's. Auf geht's. Jetzt muss der Anker nur hochkommen. Der darf jetzt nicht sich irgendwo hier festgesetzt haben. Was gut sein kann, was gut passieren kann. Mit Glück kommt er hoch, mit Pech nicht. Okay, ja, versuchen wir es mal. Also er hing auf jeden Fall. Aber mit ein bisschen Vorwärtsfahren hat er sich dann gelöst. Aber am Anfang hat er echt so richtig, war richtig Spannung auf der Kette drauf. Wir haben zwar gar nicht klar Schiff gemacht, unten liegt noch alles rum. Aber wir holen jetzt mal die Genua raus, weil wir entspannten Rückenwind haben. Das gibt auf jeden Fall einen Schub. Und wieder war bei dem Tauchgang, habe ich dreimal eine Angelleine gefunden, irgendwo in den Korallen verheddert. Das passiert halt beim Fischen ganz, ganz schnell, wenn man so nah am Ufer fischt oder nah in so flachem Wasser fischt, dass sich der Angelhaken unten einfach an Stein festhält und dann reißt. Und deswegen sieht man das auch immer wieder, so Angelleinen im Wasser. Und das dann ganz sicher nicht wenige. Die sind überall und es ist so ein riesen Spinnennetz. Und das ist nicht nur da, sondern es ist auch an ganz vielen anderen Orten so. Das war's schon wieder mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch mal unten in die Videobeschreibung, da haben wir auch unser Magazin verlinkt und unser Segeljungs-Merch. Da freuen wir uns immer. Und hier findest du den Abonnenten-Button und hier ein zufällig für dich ausgewähltes Video. Ciao!